Hallihallo, hier ist wieder schon Ninja. Ja, es geht weiter mit Lost Planet 3. Vorweg wollte ich mich nochmal entschuldigen, dass bei den letzten Aufnahmen irgendwie mein Ingame-Sound zu laut war, beziehungsweise mein Headset-Sound zu leise. Ich habe auch die Ursache gefunden. Das Seltsame ist, in der Testaufnahme lief noch alles, aber irgendwie muss ich mich dann beim Hinsetzen in meiner neuen Wohnung gerade ja, irgendwie ans Mikrofon gekommen sein und den Stecker zur Hälfte rausgezogen haben und dadurch dann irgendwie die Audioeinstellung plötzlich auf 6. Was vorher auf 50 stand, und das ist fast ja ein Zehntel der Lautstärke, in der ich sonst immer so spreche. Ja, aber jetzt eben, Testaufnahme war gut, ich saß auch schon, ich habe jetzt hier nichts mehr verändert und ich hoffe mal, jetzt müsste man noch wieder alles verstehen. So, da das schon wieder 2, 3 Tage her ist, dass ich zuletzt gespielt habe, erkunde die Anlage. Ich konzentriere mich ja momentan mehr auf die Hauptquest. Und mach so Nebenmissionen nebenher, wenn ich jetzt gerade da in der Nähe bin. Ach ja, genau, ich bin ja gerade in diese neue Höhle da rein, wo ich diese Krabbe besiegt habe und die T-Energie-Station Wer aufgebaut hat habe, das hier gebaut? Und wo sind die jetzt wohl? die sich dann so überladen hat und alles Mögliche in seiner Umgebung geschmolzen hat. Okay, hier sind schon wieder Geräusche. Hier kommen auf jeden Fall gleich ein paar Kriegen. Und Madame, wer auch immer, wahrscheinlich Diaz, läuft hier ja auch noch rum. Also, ich vermute, dass es Diaz ist. Würde ja Sinn ergeben. Aber erstmal sammle ich hier die Tierenergie ein, damit ich mir hinterher ein schönes Happy Meal kaufen kann. Hier liegt gerade ganz schön viel rum. Noch zwei. Okay. Die Anlage scheint auch zu funktionieren. Forschungsstation Charlie. Roter Alarm. Bitte sofortige Evakuierung. Angriff der Klasse 5. Magnetschlösser sind an allen Sicherheitstüren Tot. aktiviert, damit Da ist nichts mehr Überlebende zu zur machen. Unterstation Echo können. Die Akriden zapfen uns die Energie ab. Solange der Hauptgenerator läuft, sind die hier mit mir eingesperrt. Wiederhole. Roter Alarm. Erbitte Unterstützung. Wir warten seit 3 Wochen auf ein Signal von eurer Seite. Da kommt da jetzt irgendwas. Oh. Alter, was bist du denn? Alter. Nein! Oh, ich dachte schon, das war's. Nochmal. Mutterstation Echo Charlie. Da hinten geht's weiter. Aber hier liegt noch was rum. Und für einen Moment dachte ich, da stand schon wieder so ein Vieh. Ne, ich dachte, da liegt noch was im Eis. Ich hasse das, wenn ich was höre, es aber nicht sehe. Und jeden Moment damit rechnen kann, dass mich irgendwas anspringt. Okay, ein Schuss reicht. Haben wir mal wieder ein bisschen Gruselfaktor hier. Sicherheitshebel, hier geht es bestimmt weiter, ja.
Ist hier in der Ecke? Ne, da hinten geht's weiter. Gut, dann schaue ich hier doch nochmal schnell rein. Sofern die Tür überhaupt aufgeht. Nee. Zugriff verweigert. Die leuchtet auch rot. Ich nehme an, da komme ich nicht rein. Oh, gleich noch eins. Zugriff verweigert. Da, wo kam das her? Munition ist voll. Initiiere Protokoll zur Zurücksetzung. Generator temporär außer Betrieb. Neustartsequenz läuft. Das ist nicht gut. Generator Neustartsequenz abgeschlossen. Generator jetzt in Betrieb. Ich nehme mal lieber die Schrotflinte. Ach, das Maschinengewehr. Gut, 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 gut. Hey, jetzt komme ich auch hier rein. Wow, kommt hier alle her. Deswegen hat sie so schwer sich die Tür öffnen lassen, weil der doch noch an seinem Schalter hing. Ach, nur Munition. Ich hatte gehofft, dass da noch was anderes liegt. Ein Lock oder so. Oh, die ging einfach auf. Gut, dass sie so blöd springen. Da springen sie mir oftmals direkt vor der Linte. Oh oh. Brauch gar nicht anvisieren, das geht auch so. Hey, sag bloß, ich bin in der Nähe von meinem Mesh. Marshall's Gorge. Oder einem anderen Mesh. Weil man brauchte ja nicht nur bei seinem eigenen zu sein, um die taktischen Informationen zu kriegen, sondern da reichten ja auch, zum Beispiel am Anfang war ich auch nur in der Nähe von La Roche sein. Okay. Jetzt ist aber wieder das Navi weg. Hier ist alles ruhig. Analyse der Lebenserhaltungssysteme wird durchgeführt. Wir wissen Ihre Kooperation zu schätzen. Bitte denken Sie daran, alle einheimischen Lebensformen innerhalb der Station dem zuständigen Zonenmanager zu melden. Einen schönen Tag noch. Spezialkomponenten. Koronis Mitte, hier Peyton. Hören Sie mich? War doch klar. Einer von diesen Tagen. Das hat er letztes Mal auch schon gesagt.
Das macht's nicht besser. Das ist nur verschlossen. Da liegt noch was, da liegt noch was. Werkstatt gesperrt. Abgeschlossen. Es muss eine Entriegelung geben. Ich stehe fast an der richtigen Konsole schon. Gehe durch die neue Tür. Was für ein Missionsziel. Boah, das Licht flackert. Es geht voll auf die Augen. Na gut, ich nehme es mal mit. Das Gebiet hat sich ja richtig gelohnt. Eine Minikarte, Radar und Waffenzuladung, ja. Also muss ja auch ein Mesh in meiner Nähe sein. Und da ich der Ersatz von Diaz bin und ich vermute, dass Diaz hier ist, wird das wahrscheinlich Diaz Mesh sein. Du brauchst Beweise, Jim. Sonst wird dir niemand glauben. Ein Audiolog. Ich will eine Aufnahme hiervon. Etwas ist hier los. Und die Zentrale gibt mir nicht die Antworten, die ich brauche. Kenn ich irgendwo, ja. Ganz schön viele Loks zustande. Die ganze Zeit nichts. Von allen Seiten die Basis angreifen. Na, dann wird es doch diese Basis sein, die gemeint war. Und so wie es aussieht, haben sie den Kampf verloren. Alter, was bist du denn? Sieht aus wie eine galaktische Heuschrecke. Die hatte ich vorhin schon mal da langflitzen sehen. Aber da konnte ich noch nicht einordnen, was das war. Ob Mensch, ob Tier, Alien. Alter. Das sind zwei. Dass das. Boah, die sind so intelligent und weichen auch noch aus. Von was schießen die? Die Munition, die sie gefressen haben? Oh. Okay, direkte Treffer halten sie nicht so gut aus. Oh, da ist ja noch einer. Los, bevor die Energie verschwindet. Spritz.
Geschafft. Nach unten? Was soll's hier offen? Sesam, öffne dich!